Nee, hab ich grad nicht. Hast du die bekommen? Nee, hab ich nicht. Warte, ich hab die nicht. Dass die Leute das nicht verstehen. Wenn doch Polizisten pompidieren, warum geht man dann auch? Ist die Tür zu? Ja. Dann wird es schon merken. Machen wir. Alles klar. Was können wir für Sie tun? Ich melde mich sofort. Gerade Telefon. Ich komme gleich auf Sie zu. Einen Moment. Das. Fahren wir mit drei Autos oder meint ihr eins reicht? Eins reicht. Ich glaube drei. Drei? Wir können alle drei nebeneinander. Nebeneinander, ja, das wird eng. Wenn der nur mal hupt, ist dem sein Auto gleich tiefer gelegt. Herbert! Was können wir für Sie tun? Ich hätte ganz gerne mein Fahrzeug wieder. Ja, Sie sagen erstmal Ihren Namen und geben einem von uns die Fahrzeugpapiere. Ja, dann machen wir das. Ich mach's einfach mal. Ich zeichne ein bisschen aus. Also Sie hätten das gerne wieder, wir haben das gerade, oder was? Richtig, ich habe vielleicht etwas Scheiße gebaut. Ich hätte das Kennzeichen, ich hätte das gemacht. Ehrlich gesagt kann ich das Kennzeichen noch nicht mal mehr machen. Das ist schwierig. Ja, das steht Fahrzeug auf den Fahrzeugpapieren meistens drauf. Also das Fahrzeug ist meins, das ist richtig. Was? Das Fahrzeug ist meins! Ja, ja. Da gehe ich von aus, wenn Sie Ihr Fahrzeug wieder haben wollen, das hat Ihnen gehört und nicht dem Nachbarn! Aber ich brauche die Fahrzeugpapiere! Eventuell haben Sie die! Nee, das ist das Problem, die Fahrzeugpapiere werden mit eingezogen. Deswegen brauchen wir das Kennzeichen und einen Führerschein, dass Sie das Fahrzeug auch führen dürfen. Der weiß aber das Kennzeichen nicht! Ja, dann ist das schlecht, dann haben wir halt leider kein Fahrzeug für ihn. Das ist echt scheiße, Mann. Ich habe heute keine Rose für Sie! Okay, ich habe das Kennzeichen mal. Ja, wie ist denn das Kennzeichen? 01? Ja, habe ich schon gefunden. OLZ 01. Voll. So, ja, das Fahrzeug darf ausgelöst werden. Das ist ja super. Ja, ich war nicht in der Nähe hier, um das Auto zu holen. Hatte anderes zu tun, Mann. Ja, gut. Dann müsste ich einmal zum Abschlepphof begeben. Haben Sie einen Tick? Gegebenenfalls Sie. Ey, ich frage nur, weil jeder Ihrer Sätze mit Mann endet. Das kann man ändern. Da war schon wieder ein Mann drin. Gut, dann parken wir die Autos ein, dann haben wir noch einen Platz frei für den Mann. Ja, können wir machen. Yeah. Vielleicht fahr ausnahmsweise nicht ich, ich bin Leitsteller. Ja, du hast Leitsteller, richtig. Ja, dann mache ich das. Ich kann das auch machen. Ja gut, alles klar. Außer Sie reißen sich. Ja, wenn Sie um... Ja, ist ja... Okay, Herr McCrone, park das ein, machen Sie ruhig. Also, bevor wir jetzt streiten, das muss ja jetzt auch nicht sein. Dann, passen Sie auf, ich wollte Ihnen nur sagen, Sie müssten eigentlich an Ihr Auto gehen, weil das ist meins hier. Aber das, ich park mein Auto ein, alles gut. Nee, ich park meins ein, Sie fahren. Sie wollen doch unbedingt fahren, Herr McCrone. Sie wollen fahren, ich möchte nicht fahren. Sie wollen, ja, das habe ich so mit, deswegen park ich mein Auto ein. Ja, alles klar. Ja, fragen Sie mich nicht, ich warte. Ja. Steigen Sie erstmal ein. Aber oh. Okay, Führerschein? Uff, Sie verlangen Dinge von mir, ey. Ja, sonst kann ich Sie hier schlecht wegfahren lassen. Ja gut, stimmt auch. Sie verlangen Dinge von mir, ey. Sonst bleibt das hier. Bitteschön. Ihr Auto. Ich hab grad kurz wunderbar gedacht. Hey, dann kriegen Sie einmal Papier und Führerschein zurück. Dann wünsche ich eine angenehme Fahrt. Fahren Sie vorsichtig. Bis glatt. Jo, haut rein. Jo, Mann. Schalt mal ein, Mann. Alles klar, Mann. Ich hätte gerne mein Auto wieder mal. Jo Mann, ich arbeite dran. Was denn los mit dir? Jo, haut rein. Guck mal, ich hab mein Ehrenauto wieder. Guck mal, Ehrentor geht auf. Ehrenampel. Guck mal, Ehrenampel wird grün, Mann. Ich hätte eigentlich rechts abbiegen können, auch wenn die rot ist, aber ist egal. Erzähl mal dem Mann beim nächsten Mal. Da machen wir es ja. Wir haben einen Satz. Ja, bitte. Code 3, Mann. Ehrenblingbling. Oh, Mann. Jo, Mann. Jo, LSPD, oh. Mann. Hast du nicht gemacht gerade? Nein, jetzt? Natürlich nicht. Jo, LSPD, Mann, Leitstelle am Phone. Ehren 1060, komme. Meinst du, was ist denn da los? Stopp, fahr zurück nach links. Was, links? Ja, Straßensperre. Stehen wir auf der Straße? Straßensperre. Ja, dann. Was soll das denn werden, wenn es fertig ist? Aha. Achso, ist privatisiert. Ich drehe sofort um. Was ist das?
Hat ich die Straße privatisiert. So, erstmal die Baseballschläger runter, sonst kriegt ihr erstmal einen Taser-Schuss. Die Straße ist, was ist die? Privatisiert. Die Baseballschläger runter, sonst kriegt ihr einen Taser-Schuss ab. Die Baseballschläger weg und bitte einer reden, mir bitte erklären, was hier Phase ist. Ja, pass mal auf. Herr im schwarzen Mantel, Baseballschläger weg. Ja, dann wie schnell runter. Danke. Und zwar haben wir die Straße hier privatisiert. Wir müssen ein bisschen was einnehmen in unsere... Was heißt denn die Straße privatisiert? Ja, das ist unser Grundstück hier. Erzeugebühren. Das ist Ihr Grundstück! Machen Sie mal die Augen zu, dann sehen Sie mal, was Ihnen gehört! Das ist eine öffentliche Straße! Ah, das schreit nicht mehr. Warum brüllen Sie mich jetzt so an? Ja. Weil Sie die Straße, wie Sie sagen, privatisieren! Ich privatisiere Ihnen gar nicht mal den Schädel! So, was gibt es schon seit 1900? Du hast ja bestimmt ein paar Papiere, oder? Hier steht da drauf, genau hier. Alles klar. Also versteht. Ja, dann haben Sie. Der Kollege hat Ihnen das jetzt. Gut, dann bin ich jetzt ja mal gespannt, wie Sie dem Herrn erklären, dass Sie die Straße privatisiert haben. Ich bin super gespannt. Das geht ganz genau. Kannst du kurz stehen bleiben? Baseballschläger weg! Den Baseballschläger weg! So, und jetzt wieder rüber. Ja. So, dann will ich jetzt mal von Ihnen hören, wenn Sie der Meinung sind, eine Straßensperre aufbauen zu müssen, was Sie den Leuten hier jetzt erzählen möchten, warum Sie hier eine Straßensperre haben. Bitte schön, das Wort ist Ihres. Ja, was denn? Warten Sie mal auf. Wir haben jetzt hier die Straße privatisiert. Normalerweise würde ich jetzt mein Problem hier lesen. Das ist ein Problem mit den Cops. Nein, ich denke, ich soll das hier am Beispiel erklären. Ja, nee, also wir sind auch gerade erst angefahren. Die Herrschaften erklären uns als Polizei gerade, warum diese Straße privatisiert ist. Deswegen würde ich das gerne hören, was die Ihnen gerade erzählen möchten, wieso Sie hier nicht durchfahren dürfen. Vielleicht kriege ich das dann irgendwie. Ja, ich sage jetzt Klartext. Also wir wollen die Straße hier neu pflastern. Dafür brauchen wir Sie sollen mit den Personen reden, nicht mit mir. Hab ich einen Kleber auf der Stirn, wo drauf steht, quatsch mich an. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall 50% ihres Bahnhofs. Ja, genau. Also Sie müssen jetzt haben, zahlen, um die Straße zu finanzieren. Sonst dürfen Sie nicht durch. 50%, ja, richtig. Wenn Sie $2 dabei haben, dann geben Sie mir $1. Dann Sie wollen 50% von meinem Bargeld, sonst darf ich hier nicht durch. Richtig, sonst werden Sie die Straße so lange privatisieren, bis wir es privatisieren lassen werden. Hat jemand eine Schaufel mit? Haben Sie eine Baugenehmigung? Wir nehmen aber auch Pistolen oder so. Ne, die Baugenehmigung brauchen wir ja nicht, weil wir bauen ja hier noch nicht. Sie pass auf, Kollege, wenn du eine Schaufel mit hast, dann mach da mal ein Loch 1,80 tief. Würde ich auch wahrscheinlich. Das gerne nehmen wir auf Taser. Ich bin doch nur 1,69 groß. Warum soll ich nur 1,80 tief? Okay, du Ei. Du schaffst jetzt deine Karre von der Straße runter. Ansonsten geht das hier gleich anders aus. Dann geht ihr nämlich in Gewahrsam rein. Und du, der weiß ich nicht, scheinbar so viele Achselhaare hat, dass der die Arme nicht mehr zusammenkriegt. Für dich gilt das Gleiche. Die Karre von der Straße runter. Sonst lass ich deine Karre von der Straße runternehmen. Dann gucken wir gleich mal, was die Staatsanwaltschaft dazu sagt. Wenn ihr das vermeiden wollt, dann schafft ihr jetzt die Karre hier runter und guckt, dass ihr einen Job findet. Wenn du keinen Job findest, weil du mit deinen Achselhaaren durch keine Türe passt, dann setz dich mit Mut auf die Straße und geh betteln! Ja. Aber das Auto kommt hier von der Straße! Ja, ist ja jetzt. Gut, ist ja gut. Jungs! Ja, aber das Benzin ist alle. Die Karren weg. Hast du denn jetzt bezahlt, Moment? Dann kipp da Limo rein, das interessiert mich nicht! Oder pinkel den Tank mit deinem Lörres voll und sag, das Auto kommt hier weg! Ja, wenn sie ein bisschen Limo für mich haben, ist das kein Problem. Wegfahren! Ja, sie kriegen gleich einen 50% Knastaufhalt hier, meine Fresse. Mach dich weg! Ja, so viel Kohle davon. Das wäre mindestens 50 Riesen für jeden gewesen. Entschuldigung, Officer, habe ich noch eine Frage an Sie. Fragen Sie. Haben Sie abends eigentlich, aber wenn Sie feiern haben, ein bisschen Halsschmerzen? Ja, manchmal mich. Ja. Halsschmerzen? Warum soll ich denn Halsschmerzen haben? Weil Sie so cholerisch sind. Cholerisch? Bitte schön. Ich glaube, Sie wollen mich nicht cholerisch erleben. Das bin ich. Warten Sie mal. Das ist Ihre normale Verhaltensweise, wollen Sie mir jetzt hier gerade sagen. Ja! Also die Leute jetzt in Ruhe. Ja, wenn irgendjemand in diesem Staat sich quer auf die Straße stellt, mach ich dich dafür verantwortlich. Wenn einer driftet und quer stehen bleibt, mach ich dich dafür verantwortlich. Wenn irgendwo auch nur so was Ähnliches wie eine Straßensperre ist, dann kommst du in Gewahrsam im Staatsgefängnis. Ja, warum denn? Mit Trockenbrot und Wasser. Alter, nee. Das ist gegen die Menschenwürde. Ja, würde ich auch sagen. Ich bin antastbar. Ja, das ist kein Problem. Stimmt. Das mache ich dann.
Okay, dann mach's. Hör mal zu, Trabi. Hab ich dich zum Reden aufgefordert? Sagen Sie mal. Hab ich gerade mit Herr Ammerhardt geredet? Ich weiß auch nicht. Dann macht der Trabi jetzt die Motorhaube zu. Danke. Hast du das verstanden, Ammerhardt? Ja, hab ich. Spitze, also abziehen. Also Jungs, ab in die Hut. Ja, denn vor, ich komm gleich über Draht. Dann vor, 70 Ende. Da, Ammerhardt, das ist rechts von uns. Ist Ammerhardt. Kann ja, ich glaube, wir fahren alle den der, 30. Ja, ja, bitte. Ich denke nicht sowas von den State. Ja, das ist ganz gut bei dem. Fahr mal her, Querfeld drüber. Der ist da drinnen. Guck mal, dass die hinten nicht rauskommen. Ja, doch, wir fahren hier einfach. Der ist nämlich gerade hinten rum. Boah. Oh! Ich hab doch gesagt, ich fahr hinten rum. Herr Lütt, das ist sehr sportlich. Hallo. Der ganze Lärm passiert uns rot. Ob ihr mich verarschen wollt, hab ich doch gar nicht gefragt. Hier, ich wollte gerade Mittagsschlaf machen, was soll denn das? Warum ist da jetzt ein Alarm angegangen? Wollen Sie das mal runternehmen? Es gibt keinen Grund, das in der Hand zu halten. Mitkomm. Genau. Wir finden sich um den Preis. Ich sag euch, wie ich gleich meine zukünftigen Mitarbeiter bezahlen werde, nämlich mit dem Bußgeld, was ich von jedem von euch kriege, weil ihr die gesamte Polizei auf Trab haltet, weil wir unserer ganz normalen Arbeit nicht mehr nachgehen können, weil ihr nur Scheiße baut, weil ihr mit Baseballschlägern auf der Straße steht und irgendwelche Leute bedroht und jetzt ein Alarm ausgelöst wird. Seid so froh, dass wir keine Langeweile haben heute. Travi, du sollst die Klappe halten! Wer hat denn gesagt, dass das hier ihre und ich zitiere Hood sein soll? Noch wir. Unser Mietvertrag. Ja. Den würde ich gerne sehen. Keinen Mietvertrag. Doch, haben wir. Den würde ich gerne sehen. Den kann ich Ihnen geben. Den habe ich noch. Ja, wie kommt denn jetzt doch? Alle. Das ja, warum ist hier. Denn? Das ist ja keine Schwerverbrechen. Mietvertrag. Doch, wir sind höchst gefährlich. Das ist ja noch eine Streife. Da steht alles, was wir mieten und was uns so ein Stück weit gehört. Das ist ein Mietvertrag. Kollegen. Ja, eigentlich lassen wir die erst im nächsten. Also, ne? Ja. Ich werde euch den Mietvertrag gerade einmal an die Pinnwand hängen. Jetzt kommt's. Oh. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich muss mir den Namen eingeben. Ja, ich bin raus. Nee, komm. Ich glaube, wir platzen ein. Ja, Nervasch hatte die schon an die andere Pinnwand gefolgt. Ich gehe mich auf eine Bahngleise stellen, höre ich deinen Namen heute nochmal, Ammerhardt, gehst du in Gewahrsam. Tschüss. Der geht sowieso jetzt in Gewahrsam, Herr Litt. Der geht sowieso in Gewahrsam. Ja. Sie haben gestern hier einen Platzverweis erhalten, bis zur weiteren Klärung. Es ist 18 Uhr, es wurde gesagt, bis zur weiteren Klärung. Ich habe gerade tatsächlich extra nochmal einen Anruf bekommen von den Medizinern, deswegen. Bis zur weiteren Klärung haben Sie das Gebäude nicht zu betreten. Herr Ammerhardt, wenn die Bude einschutzgefährdet ist. Ja, dann stehen wir hier gut. Sollen wir vielleicht runtergehen, wenn dann ein Sturz gefährdet ist? Ja, was stehen Sie dann hier mit Ihren 2 Tonnen auf dem Dach? Ja, genau. Trabi, du sollst den Mund zumachen! Stimmt, so mein verlorener Bruder. Oh, nee, du. Nee, das glaube ich weniger. So, ich wünsche einen schönen Tag. So, dann fahren wir wieder auf Streife. Tschüss. Ja. Ja, was müssen wir aber noch ein bisschen üben, ne? Alpha Bibsch. Wir müssen da hinten hin. Allgemeine Verkehrskontrolle. Ist das unser Auto? Nee, das ist unser Auto. Wo? Hier um die Ecke. Wie kommt das darüber? Der Kollege kommt. Wir haben da vorhin geparkt. Scheiße. So, wo ist denn jetzt hier der Hose? Bitte was? Ne, nichts. Nichts, alles gut. Wenn ihr mir schon was hinterher ruft, dann habt doch wenigstens die Eier, es mir auch ins Gesicht zu sagen. So. Ich würde sagen, wir beenden die Situation. Hat keiner. Hier an der Stelle. Hab ich mir fast gedacht. Ich hab keiner was geschrien. Hat die Uschi noch. Schönen Tag. So, dann einmal Pidi. Ja. Den ihre Hood, was ist das, eine Gang? Ja, also erst war es eine Mafia, dann eine Mafia. Ist eine Familie gewesen und jetzt anscheinend irgendwie eine Gang, weil wir haben ja eine Hood. Das ist hier Wasserhahn und seine Konsorten und das wird immer gefährlicher. Wir müssen die mal alle irgendwie sondieren langsam, weil das ist gefährlicher nicht, wird einfach nur nerviger. Ja doch, weil das so viele sind. Die haben ihre Hood zumindest nicht so weit vom State Prison entfernt. Vielleicht legen die auf den Parkplatz vom State Prison. Dann können wir die einfach direkt jedes Mal reinscheuchen und. Ne, genau, richtig. Einfach Tor auf, Stündchen reinschieben. Das wäre optimal für die. Ja, richtig.